Wie hast du dich eigentlich vor deinem ersten Mal gefühlt? Warst du aufgeregt? Warst du ängstlich? Wolltest du eigentlich auf der einen Seite diesen Next Level gehen, diesen so wichtigen Schritt in deinem Leben, und auf der anderen Seite ging dir der Popo so richtig auf Grundeis? Und wie oft erleben wir auch in anderen Bereichen unseres Lebens diese Ambivalenz von aufgeregt sein und Angst haben. Und vielen Menschen, die das erste Mal mit der Klopftechnik in Berührung kommen, die empfinden genau so. Und heute gehen wir gemeinsam über diesen ersten Step hinaus. Du wirst endlich deine erste Klopfrunde machen und dieses sensationelle Gefühl, was du vielleicht auch bei deinem allerersten Mal gehabt hast, aufleben lassen. Denn viele, die ihre erste Klopfrunde hinter sich gebracht haben, sind wirklich befreit, entspannt und fühlen sich einfach rundum wohl. Und wie das auch für dich möglich ist, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Ich bin Elena Sommer und ich helfe Menschen dabei, ihren Stress effektiv zu reduzieren, damit sie handlungsfähig bleiben, ruhiger werden und ausgeglichener sind. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, geht es bei dem Klopfen ja darum, überhaupt erstmal ins sogenannte Klopfen zu kennen. Klopfen ist der Ausdruck, für die die Klopftechnik EFT steht. Es ist wirklich dieses aktive an den Klopfpunkten zu klopfen. Und auch du kannst dein allererstes Mal erleben. Und dafür brauchst du nur auf den Link in der Bio zu klicken und du erhältst sofort ein kostenloses Starter-Kit. Und genauso wie beim ersten Mal sind Menschen, die das erste Mal mit der Klopftechnik in Berührung kommen und noch gar nicht wirklich wissen, was auf sie zukommt und was für eine neue Welt der Veränderung und Transformation sie erleben. Dieses Glücksgefühl, was ausströmt, diese Befreiung, diese Erleichterung, diese Entspannung und alle Bandbreiten der positiven Gefühle werden oft durch die Klopftechnik einfach in Gang gesetzt. Man könnte jetzt meinen, es ist ein orgasmisches Gefühl, ein Feuerwerk an Gefühlen, aber es ist natürlich noch viel mehr. Denn wenn du diesen Schritt erstmal gegangen bist, dann willst du vielleicht mehr, weil du einfach Spaß daran hast, weil es dir einfach gut tut und weil du einfach auch mehr von dir und deinem Leben wünschst. Gerade wenn es um Stressreduktion geht, ist die Klopftechnik eines der besten geeigneten Tools dafür, denn es ist schnell, es ist einfach und es gelingt dir sofort, deine Probleme mit Stress aufzulösen. Wir gleiten jetzt gemeinsam in die Welt der Klopftechnik rein und dafür berühren wir ganz sanft mit unseren Händen hier den Augenbrauenpunkt und ganz sanft einfach klopfen und spreche mir einfach nach: Ich bin etwas verunsichert. Wir gehen jetzt langsam an den nächsten Punkt. Ich weiß nicht, wie das geht. Gehen wir langsam, sanft an den Augenbrauenpunkt. Ich möchte das so sehr erleben. Unter der Nase leicht klopfen. So viele Menschen haben es schon getan. Kinnpunkt. Und so viele Menschen berichten ganz tolle Dinge darüber. Schlüsselbeinpunkt, aber ich weiß nicht, ob das bei mir überhaupt möglich ist. Und der Kopfpunkt, aber ich will es auf jeden Fall. Und deswegen klopfe ich jetzt und mache es einfach. Und du hilfst natürlich auch anderen Menschen dabei, ihr erstes Mal wirklich intensiv und freudvoll zu erleben mit der EFT-Klopftechnik, wenn du zum Beispiel den Kanal abonnierst oder gerne auch ein Like
Was gibt es noch? Die Glocke oder auch Kommentare hier hinterlässt. Du darfst es natürlich auch teilen. Denn je mehr Menschen ihren ersten Schritt gehen, ihr erstes Mal erfahren, so können wir die ganze Welt zu einem besseren Ort machen, wo mehr Glück, Zufriedenheit und Happiness ist. Wir machen noch eine zweite Klopfrunde. Wieder sanft am Augenbrauenpunkt berühren. Ich möchte wirklich auch zu diesen Menschen gehören, die das erlebt haben. Neben dem Auge. Ich spüre, dass ich mich dahingezogen fühle. Unter dem Auge. Und so schwer kann es ja nicht sein, denn es machen Millionen von Menschen. Unter der Nase. Aber ich habe auch Angst davor, was die anderen dazu sagen, wenn ich das jetzt mache. Kinnpunkt. Ein bisschen Angst habe ich schon. Und das ist okay so. Schlüsselbeinpunkt. Aber wenn andere das schaffen, dann schaffe ich das erst recht. Jetzt wieder einen Kopfpunkt. Und ich öffne mich für die Möglichkeit, dass danach nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und ich eine neue Welt betrete. Und darauf freue ich mich. Ausatmen. Und vielleicht hast du ja gemerkt, dass der eine oder andere Punkt für dich ein bisschen intensiver war. Dann nutze genau diesen Punkt für alle weiteren Klopfrunden, um dich erstmal so richtig zu stimulieren und einzustimmen. Wo die Klopfpunkte genau liegen, wie man richtig klopft, dafür habe ich dir extra hier dieses Video aufgenommen. Schau es dir gerne einmal an. Und hinterlass mir auch gerne einen Kommentar.